Yo, was geht ab? Was geht ab, Leute? Was geht? What's poppin'? What's good, Flip, man? How you doing today? I'm blessed. How you doing? I'm good, man. Shit. Can't complain. Was geht ab, Dennis? Alles gut bei dir? Alles cool, ja. Was geht bei dir? Ach, auch am Chillen. Wie war dein Tag? Alles cool. Gerade vom Training gekommen. 2 Stunden Training. 2 Stunden? Ist das eine übliche Zeit oder macht jemand eine Stunde? Eigentlich nicht. Eigentlich 45 Minuten bis zu einer Stunde. Wie kam das? Hast du heute schon angemacht? Wir haben ja 9 Spieler, Andre Drummond. Und wir mussten ihnen natürlich die ganzen Systeme zeigen und so, deswegen 2 Stunden. Okay, nice. Ich bin jetzt hier gerade reingekracht, weil ich habe viele Kommentare gelesen und auch privat wohl viel geschrieben, dass deine Zuschauer, Freunde, Leute mal deine Autos sehen möchten. Meine Autos? Ja, genau, deine Autos. Hättest du vielleicht mal Lust, uns deine Autos zu zeigen? Ja, die stehen vor der Tür. Wenn du mich begleiten willst, ich kann den, weißt du? Ja, gerne. Ich kann gerne. Oh, hey Alan. Hi. Look at Alan, man. So inspirational. Mit welchem willst du anfangen? Fangen wir mit der Escalade an. Ja, okay, hört sich gut an. Escalade. Den bin ich, oder habe ich in OKC gekauft, mein 2. Jahr, glaube ich. Ist halt für die Familie, weißt du? Passen 7 Leute rein. Und jetzt zur Zeit nehme ich das auch. Also Alex fährt mich immer, ist ja mein Fahrer, fährt mich immer zum Training, zu den Spielen. Auch mit dem Auto hier. Viel Platz, bin dann immer ganz hinten. Ah, mache den Sitz so rein, kann ich mich hinlegen, weißt du, kommt nice. Junior mag das Auto auch. Junior? Auto. Komm, wir gehen zum nächsten. Ja, hier haben wir den G-Wagen. Den schicke ich jetzt wahrscheinlich bald nach Deutschland. Okay, was hast du vor mit dem? Ja, ich habe noch kein Auto, also noch nie ein Auto gehabt in Deutschland. Und ja. Wie hast du das sonst gemacht? Hast du irgendwie sonst von der Nazio oder von deinem damaligen Verein ein Auto bekommen? Genau, von der Nationalmannschaft habe ich immer ein Auto bekommen. Dann Chris Soulclap hat ja immer Volvo klar gemacht von Schmetzer. Weißt du, die haben auch immer mir Autos gestellt für die Familie. Und ja. So bin ich immer über die Runden gekommen, ne? So. Nice. Ja, das ist ein geiles Ding, das feiere ich. Ist schön, comfortable zu fahren, weißt du? Ist ein geiles Ding und ich freue mich, den auf jeden Fall in Deutschland zu haben, ne? Wenn er ankommt in ein paar Wochen. Also ich persönlich, ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Autos, aber was ich weiß, dass die Innenausstattung auf jeden Fall mega ist bei Mercedes, oder? Also ja, auch gerade wenn du dann bei Nacht fährst, da hast du ja auch an den Seiten so LED-Lichtern und so. Lichter und so, ja, ja. Schon nice. Schön elegant auch, weißt du, schön modern gemacht jetzt Mercedes. Ich feiere Mercedes auch persönlich. Sehr, sehr dolle und wie gesagt, alle meine Autos sind meine Lieblingsautos, aber das ist auf jeden Fall ein special Ding. Und den fährst du auch dann hauptsächlich alleine? Ja, jein, würde ich sagen. Also ich bin, wie gesagt, in Deutschland natürlich, weißt du. Ich glaube, in Deutschland werde ich schon alleine fahren. Aber hier jetzt gerade, weil LA Traffic ein bisschen viel ist für mich gerade, ist Alex halt, also unser Fahrer, der fährt mich halt zu jedem Training und zu jedem Spiel. Dann kann ich ein bisschen chillen, weißt du, ein paar Business-Sachen klären, weißt du, immer am Morgen, weißt du, dann sind halt die Leute in Deutschland wach, 9 Stunden Zeitverschiebung. Da kann ich vieles klären. Sehr nice. Was hast du noch so auf Lager, Dennis? Warte, ich habe hier noch... Julia, kommst du mit? Komm, wir gehen zum anderen Auto. Hier ist... Komm. Hier rechts ist der Lamborghini Urus.
Das ist mein Lieblingsauto. Das ist dein Baby, sagst du? Ja, das ist schon, der ist tough. Alan hat den auch, also ist auch Alans Lieblingsauto. Und wir haben uns halt, Alan wusste gar nichts davon. Ich habe den einfach so dann geholt, weißt du? Weil ich wusste, ihr gefällt der Wagen auch. Und ja, der ist anders. Der ist auch sehr, sehr elegant. Kam der so an, so foliert, oder? Nee, der war weiß, weißt du? Ach so, der war weiß sogar. Komplett schwarz gemacht. Hat auch einen nicen Sound. Ich hoffe, Junior erschreckt sich nicht. Hat er nicht. Okay, nice. Aber der ist nice, weißt du, kannst du normal fahren, wie ein normales Auto, ein normales SUV. Dann kannst du ihn aber auch Sport tun. Und dann geht der richtig ab, ne? Dann geht er richtig nach vorne. Ich habe ja den Aventador auch gehabt, den habe ich jetzt vor circa einem Jahr verkauft, wo ich noch in OKC war, oder eineinhalb Jahren knapp. Und ja, hat sich nicht gelohnt, weißt du, ich bin halt wirklich nur zum Training gefahren, OKC, weißt du, und habe nicht viel unternommen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, den erstmal zu verkaufen, vielleicht nach meiner Karriere wiederzuholen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gerade mit Family brauchst du schon ein bisschen mehr Platz. Natürlich größere Autos. Da du sagst Family, dann müssen wir gleich direkt zum Sprinter, weil der Sprinter ist riesig und ist halt auch nice. Weißt du, damit fahre ich immer zu den Spielen. Das haben wir auch in Atlanta. Das war in Atlanta, weil Atlanta ist ja auch viel Traffic. Und ja, ist ganz nice. Wir haben den komplett mit meiner Unterschrift, weißt du, an den ganzen Sitzen. Und ja, wie gesagt, hier schön neun Sitze, comfortable, richtig gemütlich. Wenn halt die ganze Familie am Start ist, weißt du, dann fahren wir mit dem Auto, haben halt auch unseren eigenen Fahrer und in den Spielen, also wenn ich zu den Spielen fahre, dann bin ich halt so richtig layback, weißt du, ich meine. Chille extrem und hab die Musik auf laut und kann mich halt ein bisschen relaxen, bis ich halt beim Spiel angekommen bin, weil das ist immer so eine Fahrt. Ich bin halt immer so 45 bis zu einer Stunde knapp zur Halle gefahren und da wollte ich halt nicht selber fahren, weißt du, und habe ich halt gesagt, okay, habe ich mit den Dominic Wilkins, seinem Bruder, der hat mir den Kontakt gegeben. Und wir haben das dann halt alles so gemacht, wie ich es haben wollte. Und habe ich mich halt dafür entschieden, weil es halt wirklich so dope war, wie du schon sagst. Hat hier halt zwei Fernseher noch, weißt du, hier und da drüben mit PS4 angeschlossen. Wir müssen noch die PS5 holen. Ich wollte gerade sagen, Traum von jedem Kind. Ist auch eine PlayStation angeschlossen. PlayStation, ja. Deswegen, also kann man FIFA zocken, weißt du, ein paar andere Spiele. Wenn man natürlich irgendwie 6-7 Stunden irgendwo hinfährt, weißt du, als Familie. Papa? Ja, Junior? Tür zu? Tür zu? Mhm. Ja, machen wir gleich. Ja, deswegen, also das ist ein geiles Ding. Und hier kannst du auf jeden Fall nice relaxen, ja. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Dann danke dir auf jeden Fall erstmal für die Einblicke. Ja, kein Stress. Was steht bei dir sonst noch heute an? Ich muss jetzt bald packen. Wir sind jetzt bei den, ich glaube, eineinhalb Tagen gehen wir auf den Worldtrip wieder für 10 Tage. Deswegen packen wir jetzt gerade meine ganzen Outfits und so. Ich nehme wahrscheinlich auch meine Konsole mit, also meinen Computer, damit ich weiter streamen kann für Twitch. Ach stimmt, da war ja was, da hast du ja jetzt richtig losgelegt. Also wie ich das mitbekommen habe, hast du auch bis zu 20.000 Leute. 21.000 glaube ich am Ende, war Rekord. Und wie oft hast du jetzt schon gespielt? Zweite, dritte Mal? Das war das dritte Mal. Ja, Twitch hat mir da geholfen, die haben mich auf die Startseite gepackt. Weißt du, ich war mit Anthony Davis auch noch am Start, deswegen war das ganz cool. Und die Leute haben das halt mitgekriegt und es war ein Boom auf jeden Fall. Ja, sehr interessant, nice. Interessant. Ja. Ja geil, also du machst dich erstmal fertig für den Roadtrip jetzt, wirst wahrscheinlich den Abend ausklingen lassen mit der Family. Mhm. Und ja, vielleicht sehen wir dich ja auch beim Roadtrip dran. Ja, ich hoffe. Also wir versuchen das ja so zu koordinieren, dass ihr alle mitkommen könnt, weißt du, dass wir weiterhin Content haben für unsere Jungs, für unsere Leute. Und ja, so dass sie mal sehen, wie es am Roadtrip ist oder beim Roadtrip ist. Sehr nice. Yes, sir.